So, wir sind angekommen am Ramada. Die Anmeldung und die ganzen bürokratischen Teil der Romanex finden hier statt. Auch die Fahrerbesprechung und Abendzimmer hier. Ja. Wir werden mal reingehen und gucken. Gestartet ist es heute Morgen um 10. Wir haben es jetzt kurz nach 11. Mal schauen, wie voll es ist. Ganz wichtig, vom Rennen, glänzen. Hier, zur Übersicht, das Foto ist schon ein bisschen älter. Okay. Okay. So, so, jeder Fahrer bekommt hier eine Checkliste für die Anmeldung, angefangen von den Kontaktpersonen. Genau, Startgebühr bezahlt, Unterkunft haben wir nicht, wir haben eine eigene Unterkunft. Startnummer haben wir bekommen, abgestempelt. Kamera habe ich nicht an Bord, nur im Prolog. Beim GPS-Stand sind wir gerade, das GPS holt Matti gerade. Genau, License-Nummer, Allgemeintelefonnummer, Rescue-Deck ist abgehakt. Video-Interview machen wir gleich, Survival-Equipment ist auch abgehakt, Haftungsausschuss unterschrieben, ja. Und der nächste Punkt und dann sind wir fertig. Geht echt erstaunlich schnell dieses Jahr, muss man sagen. Gut organisiert, so macht das Spaß. Zu dem Punkt Survival-Equipment werden neben dem normalen Bordwerkzeug folgende Dinge benötigt. Feuerzeug, Zündkerze, Wärmedecke, falls man mal übernachten muss und nicht erfrieren will. Messer, Leuchtraketen zwei Stück, Ersatzbatterien fürs Navi, Spiegel, Kompass und das Rettungsseil. We can train all over the day. At, direct? After we finish the it's area, or here. Okay. Hi, my name is David Lux. I come from Germany and start for the German magazine Dirtbiker. We will create stuff for daily vlogs. Follow us on Facebook, Instagram and YouTube. So, auf dem Weg zum Training. Alter, fahren wir wahrscheinlich noch das erste Mal fest hier. Wir folgen ganz normal Google Maps. Die rumänischen Straßen. Ja. Sind Ardena an dieser Stelle auf jeden Fall nicht so geil. Matti, übernimmst du gleich das Steuer oder? Weiß auch nicht. Noch einen Bauer mit dem Trecker fragen, ob er uns gleich wieder rausziehen kann. Also wir haben wirklich Glück, dass die Straßen trocken sind. Weil ich glaube, sonst würden wir hier keine 2 Meter weit kommen. Treu dem Motto. Geschwindigkeit stabilisiert. Ballern wir jetzt hier durch mit. Angekommen beim GPS-Training. Unweit vom Costa Rica-Hang entfernt.
Wir werden erstmal die Muppets ausladen und zum Training rüberfahren. Wide open! Besichtigung Teil 41. Sind immer noch alle am Aufbauen hier, aber jetzt so langsam scheint es final zu sein. Matti, dein Tipp für die Reifen hier? Also ganz einfach, Vollgas. Ja, mal schauen, wie das dann umzusetzen ist. Ich werde mir Mattis Tipp zu Herzen nehmen und wupp, drüber. So, guten Morgen, liebe Dirtbiker, Mac-Freunde. Am Montag von den Red Bull Romaniacs müssen wir hier noch ein paar Erledigungen und Besorgungen machen. David, erzähl mal, was haben wir heute noch so vor? Ja, wir haben jetzt erstmal den Tag begonnen mit einer kleinen Stadtrundfahrt. Wir waren gerade beim Spare Parts Dealer unseres Vertrauens hier in Sibiu. Wir hatten nämlich ein kleines Problem am Hinweg. Ein Bremsbelag hat sich in der Führung geklemmt vom Bremssattel vorne rechts und der Bremsbelag ist deswegen jetzt runter und wie man es hört, schleift er jetzt. Wir waren gerade beim Spare Parts Dealer und haben neue Bremsklötze gekauft. Die werden wir jetzt schnell hier irgendwo auf dem Parkplatz tauschen. Ja, und dann werden wir noch schnell zum Decathlon fahren, da nochmal Regenjacken kaufen, weil der Wetterbericht nicht so sehr sonnig aussieht. Anschließend geht es dann zur Eröffnungszeremonie und ja, genau, dann lassen wir alles auf uns zukommen. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Also bist du guter Dinge, dass wir das mit der Bremse wohl hinkriegen? Ja, ich habe zwei Top-Mechaniker dabei. Ich würde sagen, das klappt schon mit euch. Ich kann mit meinen zwei linken Händen auch noch helfen, aber ich glaube, das macht wenig Sinn. Denke ich auch, dann sollte nichts schief gehen. Was sagst du, Matti? Läuft. Ast rein. Matti, gib alles. Formel 1 Boxenstopp hier. So, hier ist die Abteilung. Wenn man bei den Romaniacs doch einen Pokal haben möchte, dann kann man sich den hier persönlich selbst kaufen. Ja, David? Da die goldene Ananas ja nicht dabei sein wird, kaufen wir uns einen. Genau, mit eigener Gravur. So, wir stehen jetzt hier mit Martin Feinadowitz, Chef des Ganzen hier. Inzwischen die 16. Edition. Spiel 16 habt ihr genannt. Was erwartet die Teilnehmer?
Naja, also wir haben also schon versucht, uns irgendwo auch einfach an dieses Speed zu halten. Okay. Und möglichst viele glückliche, zufriedene Gesichter nach Hause gehen zu lassen, nachdem wir vor 4 Tagen im Gelände waren. Aber natürlich versuchen wir so nah wie möglich an der Grenze des Machbaren zu sein für jede Klasse. Jeder soll gefordert werden, und aber trotzdem eine realistische Chance haben zu finishen. Also wir bauen eigentlich keine unfahrbaren Sachen ein. Unsere ganzen Strecken, auch die Bootstrecke, ist mehrfach getestet. Wir sind da selbst auch schon raufgekommen. Und natürlich beim Rennen ist es dann oft mit Druck von hinten und Wetter etc. Da kommen dann schon einige Faktoren noch dazu, die das Ganze schwieriger machen. Aber summa summarum soll es einfach an der Grenze sein, das Machbaren. Und da sind wir eigentlich meistens lieber da recht gut. Okay. Zum Wetter, was das Wetter an. Was denkst du so? Ich habe gerade mit ein paar Einheiten gesprochen, die sagten, wahrscheinlich wird es ein bisschen Regen geben. Was? Ja, also wenn auch selbst wenn es jetzt wirklich sehr viel regnet, dann wird es nicht die tragischen Verhältnisse vom letzten Jahr erreichen, weil der vorhergehende Regen schon lange her ist. Also es ist die letzten 10 Tage sehr trocken gewesen. Ja. Der Boden ist ausgetrocknet, also der kann jetzt schon einiges vertragen. Ja, ich habe es gestern gemerkt, ich bin den GPS weggefahren. Ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr staubig gewesen. Ja. 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 Also der ein oder andere Regen wird sicher nichts tun oder wenig tun. Ja. Aber natürlich, wenn es anfängt, richtig ordentlich zu schütten, dann wird es schon wieder schwieriger, und irgendwann ist ja dann der Zeitpunkt, wann wir dann anfangen, die Strecke entsprechend anzupassen. Also so wie es momentan steht, gehen wir von den sogenannten 3-Wetter-Tracks aus, und die werden wir auch fahren. Aber sollte es dann irgendwann sich anders entwickeln, als wir hoffen, dann werden wir darauf reagieren. Für die Zuschauer, die das nicht so gut kennen hier in Romanex, was haben wir für Streckenlängen ungefähr so am Tag? Ja, also generell, wir haben so um die 800 Kilometer an Rennstrecke ausgebankt. Ja. Aber sehr viele Strecken, wo die Klassen nicht gemeinsam sind. Also es kann also der Ironfahrer mit ruhigem Gewissen auch mal gemütlich dahin fahren, ohne dass ihm Jarvis und Walker hinten ins Genick schreien. Und natürlich gibt es auch kommune Strecken, und die Distanzen sind so in etwa zwischen 150 und 100 Kilometer pro Tag, also je nach Schwierigkeit des Tages. Zu dem Ganzen gehört auch ein großes Team dazu. Ich finde, das ist sehr extrem, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie viele Helfer oder brauchst du hier für so eine Aktion? Ja, wir sind da jetzt gut 500 Leute. 500? Also mehr oder weniger gleich viel wie Teilnehmer. Und das ist sehr umfangreich. Am Prolog arbeiten sehr viele. Draußen auf der Strecke sind jede Menge Checkpunkte. Wir haben 7 Rescue-Motor-Teams, also auf Motorrädern Ärzte und Sanitäter. Wir haben 7 Autos mit Allradautos, die draußen sind, den Hubschrauber. Dann gibt es natürlich alle möglichen Checkpunkte, diverse Straßenkreuzungen, so wie wir Leute draußen brauchen. Beim Prolog braucht es viele Leute, dass das Ganze kontrolliert abläuft. Wenn wir hier zigtausende Zuseher haben und 500 Fahrer, da brauchst du dann schon ein ausgeklügeltes System, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Und wir sind zwar in Rumänien, aber wir versuchen uns dann schon so etwas an mitteleuropäische, deutsch-österreichischen Zeiten und Ordnungen zu halten. Okay, super. Vielen Dank, Martin. Ja. Wir freuen uns auf Rennen. Danke. Tschüss. This is all us together. We push to the limit, the speed limit, and everyone gets from. Have a nice race, and thank you for being here, and thank you.